Hallo alle miteinander und herzlich willkommen jetzt zu diesem Video von Getting Started Projekt der HTWG Konstanz. Und ja, bei uns jetzt auch mittlerweile soweit, die Klausurenphase steht vor der Tür und das heißt ganz viel Lernen. Ganz stumpfes Lernen bringt es aber auch nicht. Man braucht die richtigen Lerntechniken, dass man natürlich auch den Stoff hier oben behält, dass man natürlich auch in der Klausur dann erfolgreich ist. Und genau darum soll es nämlich auch in diesem Video gehen. Die Antonia und ich haben uns nämlich mal ein bisschen ausgetauscht, welche Lerntechniken denn wir so in der Klausurenphase benutzen und genau diese Lerntipps möchten wir heute mal mit euch teilen. Den Anfang macht jetzt aber die Antonia und die wird uns jetzt gleich etwas zu ihren Lerntipps erzählen. Meiner Meinung nach ist die Vorbereitung genauso wichtig wie das Lernen selbst. Ich habe über die Jahre jetzt ein paar Methoden entwickelt, mit denen ich ganz gut arbeiten kann. Die möchte ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß! Eine Sache, die ihr euch auf jeden Fall anschaffen solltet, ist ein Jahreskalender. Viele von euch kennen wahrscheinlich diese Bullet Journal Videos auf Facebook oder YouTube. Das ist natürlich auch eine coole Methode, sein Leben zu organisieren. Dennoch habe ich für mich entwickelt, je komplizierter und je schöner es eigentlich aussieht, umso weniger werde ich es durchziehen. Und deswegen habe ich für mich eine ganz einfache Methode entwickelt, die auch ihr machen könnt. Also ihr müsst nicht zeichnen können, ihr müsst auch kein Designer sein, das ist wirklich ganz einfach. Ich habe mir einfach 3 verschiedene Stifte gekauft. Das sind die hier. Die kennt ihr wahrscheinlich aus der Grundschule. Damit kann man, wenn man sich verschrieben hat, die Sachen ganz einfach wieder wegradieren und muss nicht irgendwie das durchstreichen oder mit Tippex da anfangen. Ich habe alle Termine, die irgendwie was mit dem Studium zu tun haben, in grün. Dann alle privaten Sachen, also irgendwelche Verabredungen in schwarz. Und wenn es um die Arbeit geht, habe ich blau gewählt. Bisher habe ich alle Abgaben eingehalten und auch in der Prüfungsphase kann ich mir so dann auch einteilen, wann ich wie lernen möchte. Neben einem Kalender ist es auch wichtig, Notizbücher zu haben. Ich benutze Notizbücher ganz gerne für To-Do-Listen. To-Do-Listen haben 2 große Vorteile. Zum einen vergisst man nicht das, was man eigentlich zu tun hat. Zum anderen sieht man wirklich visuell, was man an dem Tag geschafft hat. Und das gibt mir persönlich ein sehr gutes Gefühl. Deswegen macht euch eine To-Do-Liste, Leute. Und arbeitet ihr natürlich auch ab. Was sich ebenfalls als sehr hilfreich für mich herausgestellt hat, ist, den Prüfungsplan frühzeitig auszudrucken und aufzuhängen. Das seht ihr hier wahrscheinlich im Hintergrund. Prüfungsplan, mein Stundenplan und ein Kalender dazu. Und das ist auch eine sehr gute Möglichkeit, sich zu organisieren und nichts zu vergessen. Was mich schon sehr oft vom Lernen abgehalten hat, ist Unordnung. Wahrscheinlich kennt ihr es alle, ihr wollt anfangen zu lernen und dann denkt ihr euch, oh, mein Zimmer ist nicht aufgeräumt. Jetzt räume ich es mir erstmal schnell auf und ja, schwuppdiwupp sind 5 Stunden um und man ist dann doch nicht zum Lernen gekommen. Deswegen ist es wichtig, sich vorher um Ordnung zu kümmern und nicht erst, wenn man anfängt zu lernen. Um den Lernaufwand in der Prüfungsphase möglichst klein zu halten, empfehle ich euch, in jede Vorlesung zu gehen. Ich weiß, manchmal hat man keinen Bock oder manchmal ist man auch einfach krank, das ist ja kein Problem. Aber man sollte dennoch schauen, dass man oft da ist und wenn man da ist, auch mitschreibt. Also das habe ich gemerkt, vor allen Dingen in der Oberstufe. Ich hatte dann weniger zu tun, weil ich dann durch das Mitschreiben mir die Sachen schon besser einprägen konnte und ja, letztendlich weniger zu tun hatte. Einen weiteren Tipp, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte, ist der Austausch mit euren Kommilitonen bzw. mit den Leuten aus dem älteren Semester. Die Studierenden aus den älteren Semestern haben meist die gleiche oder eine ähnliche Prüfung geschrieben und wissen, worauf der Prof achtet. Dadurch könnt ihr beim Lernen Schwerpunkte setzen und spart sehr viel Zeit. Das waren meine Tipps zur Vorbereitung. Ich hoffe, ihr konntet etwas profitieren und jetzt gebe ich weiter an Marc. Ja, Antonia, vielen, vielen Dank für deine Lerntipps und jetzt kommen auch noch ein paar Tipps von meiner Seite aus. Mein allererster Tipp ist, ungefähr 3 bis 4 Wochen vor den Prüfungen einen Lernplan zu schreiben. Das heißt, dass man eben einen Plan über ein paar Wochen erstellt, welche Themen man an welchem Tag abhandelt. Das führt dann eben zum einen mal dazu, dass man eben nicht an einem Tag dann extrem viel macht und an einem anderen Tag dann extrem wenig. Das heißt, man ist eben an jedem Tag effektiv und ebenso führt es eben noch dazu, dass man eben nicht 3 bis 4 Tage zum Beispiel vor der Prüfung dann merkt, okay, ich komme irgendwie mit dem Lernen gar nicht voran, ich brauche ganz viele Themen, die ich abhacken muss, die ich überhaupt noch gar nicht kann und dann kommt man in Panik und dann bekommt man auch nicht wirklich was hin. Mein zweiter Tipp ist es, den Stoff zusammenzufassen. Also das habe ich zum Beispiel auch schon früher in der Schule gemacht und jetzt auch im ersten Semester. Bei meinem Studiengang Wirtschaftsrecht ist es auch so, dass man eben ziemlich vieles Theoretische können muss und somit war es dann bei mir zuallererst mal so, dass ich, bevor ich dann wirklich was auswendig zum Beispiel gelernt habe oder irgendwelche Fälle bearbeitet habe, zuallererst mal die Skripte zusammengefasst habe und dann auch immer noch teilweise eben mit Büchern diese Zusammenfassungen dann ergänzt habe. Also ich habe zum Beispiel eben hier zu einer Veranstaltung so eine Zusammenfassung geschrieben. Das ist dann eben hier so ein Stapel an Blättern. Das sind, glaube ich, so
ungefähr 25 Seiten und ich persönlich finde das dann super gut, wenn man das eben alles kompakt hat. Ich finde es dann nicht immer so gut, wenn man eben die Vorlesungsfolien dann durchliest und dann guckt man immer dann in den Büchern, also ich habe hier eben so einen Stapel da noch und dann muss man immer in den Büchern wieder was nachblättern und dann muss man wieder da was nachlesen. Ich finde es einfach gut, wenn man alles kompakt hat und ich persönlich finde auch, dass man beim rein Zusammenfassen schon extrem viel lernt, weil man eben sich dann schon mit den Sachverhalten ein bisschen auseinandersetzt, dann zusammenfasst, da merkt man persönlich auch schon extrem viele Sachen. Mein dritter Tipp dreht sich um diese Sache hier und zwar ums Handy. Also bei mir persönlich war es auch immer früher so, dass ich dann mein Handy irgendwo in meinem Raum hingelegt habe und gesagt habe, ich konzentriere mich jetzt hundertprozentig aufs Lernen, ich schaue jetzt nicht aufs Handy, aber es hat nicht wirklich geklappt. Also bei mir war es zum Beispiel dann so, dass eben mein Handy geklingelt hat, wenn mir irgendeine Person noch geschrieben hat oder man hat den Bildschirm dann irgendwie so im Augenschein gerade so flackern sehen und dann denkt man sich, okay, ich schaue jetzt ganz kurz nur auf mein Handy, ich beantworte nur die Nachricht und dann lerne ich wieder weiter, aber dann ist die Konzentration weg. Und deswegen würde ich euch einfach empfehlen, schaltet euer Handy aus und legt es in einen anderen Raum oder gibt es euer Mitbewohner, wenn ihr in der WG wohnt und sagt, gibt es mir erst wieder in 2 Stunden. Weil wenn das Handy dann irgendwo direkt neben einem liegt und dann noch an ist, dann denkt man sich immer so, okay, ich kann hier ganz kurz drauf schauen und dann gleich weiter lernen. Wenn es dann aus ist und in einem anderen Raum liegt oder der Mitbewohner hat, dann kommt man da nicht so leicht in Versuchung. Und mein vierter Tipp lautet, macht oft genug Pause. Also bei mir persönlich ist es so, dass wenn ich 1,5 bis 2 Stunden lerne, dann brauche ich mindestens irgendwann mal eine Viertelstunde Pause, wo man dann kurz an die frische Luft geht oder einfach mal irgendwas anderes macht. Also selbst wenn man dann irgendwie mal 4-5 Stunden am Stück versucht zu lernen, irgendwann ist die Konzentration weg und dann ist es besser, dass man einfach mal 10 bis 15 Minuten Pause macht, zum Beispiel an die frische Luft geht oder zum Beispiel sich einfach mal ein bisschen die Füße vertritt oder einfach mal was komplett anderes macht, dass man eben mal auf andere Gedanken kommt. Und auch wenn man ziemlich im Stress ist und sich denkt, okay, übermorgen ist die Prüfung und ich muss so Thema X, Y und Z abhaken und ich komme überhaupt nicht dahinter, ist es trotzdem mal besser, dass man einfach mal 15 Minuten ein bisschen was anderes macht, weil diese 15 Minuten, die man dann praktisch gesehen verliert, können dann dazu führen, dass man eben 2-3 Stunden viel effektiver lernt, als wenn man gar keine Pausen macht. So, und das waren jetzt auch meine Lerntipps. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und es hat vielleicht dem einen oder anderen dann doch ein bisschen was gebracht. Jetzt würde ich euch noch empfehlen, die anderen Videos vom Getting Started Projekt anzuschauen. Es gibt da wirklich noch einen Haufen coole Videos zu sehr interessanten Themen. Und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, bis zum nächsten Mal und ja, tschüss!